Was Leute, mein Name ist Danny. Willkommen zurück bei Turmoil. Und heute werden wir weitermachen. Hoffentlich. Ich meine, ich habe jetzt 71.000 Geld, was ziemlich nice ist. Und ich habe gerade was gegessen und ich habe das Gefühl, ich habe immer noch was im Rachen. Und wegen demselben T-Shirt, ja, ich weiß, ich habe in allen Videos dasselbe T-Shirt an. Aber keine Sorge, ich trage das T-Shirt nicht jeden Tag, sondern ich vorproduziere einfach nur, damit ihr sicher die Folgen habt. Und Gott, ich hasse das. Ich glaube, ein Reiskorn ist in meinem Rachen stecken geblieben. Das ist nervig. Blödes Reiskorn. Komm da raus. Oh, sorry, ich nehme auf. Ich hab's voll vergessen, Leute. Ich verspreche, ich rede nicht alle Tage mit Reiskörnern. Egal, wie auch immer. Lass uns das Gaswachstum verbessern, weil dadurch, wenn wir Öl mit Lava verbinden, dann da schließen, wo das Öl ist, wo wir das Öl verbunden haben mit, dann wird es schneller zu Gas. Okay, das ist ziemlich geil. Und bei den letzten Mal war ich ziemlich gut dabei, definitiv. Aber ja, hoffen wir mal, dass es so weitergehen wird, Leute. Mehr will ich gar nicht holen. Obwohl, soll ich mehr holen? Herdengröße? Jein. Aber nicht unbedingt. Nein, nicht wirklich. Schnelligkeit? Nein, das wäre ganz gut. Wir brauchen aber Geld, Leute. Wir brauchen Geld. Obwohl, um Lava zu finden, soll ich es holen, ja. Um Lava zu finden, soll ich es holen. Na gut, lass uns zur Landauktion gehen. Ist es das letzte Land, by the way? Oh, oh. Warte mal, ist es das letzte Land, Leute? Also, weil es das letzte Land ist, da könnten wir richtig die A-Karte bekommen. Oh Gott. Ich will da hin, Leute. Ich gehe mal da hin, mal schauen. Da ist hier sogar noch besser, weil wir neben 40 sind. Ja, da ist doch besser, Leute, definitiv. Also ja, lass es uns tun, Leute. Lass uns bohren gehen. Und hoffentlich irgendwie gewinnt das Spiel. Irgendwie gewinnt. Ich muss ja Bürgermeister werden. Also, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, Leute. Erstmal einer. Okay, by the way, wenn wir noch Öl haben dann zum Schluss, was wir noch nicht rausgepumpt haben, dann ist es okay. Scheißen wir drauf, Leute, scheißen wir drauf. Wir wollen uns fokussieren, dass wir das Gas effektiv nutzen. Denn je höher der Preis ist, desto besser. Und das Gas sollten wir schon ab November oder ab Oktober sogar schon reinpumpen. In Right oder Lefting, okay? Ich würde sogar schon sagen, ab Oktober. Okay, lass uns beginnen. Also kein Vorspulen außer jetzt, um zu gucken, ob wir dahin kommen, weil da bringt es nichts, wenn man nichts nicht vorspult. Oh Gott, sehr gut, 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 Leute. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich kann einfach nicht mehr reden, Leute. Dieses Reiskorn in meinem Rachen. Es attackiert meine Seele. Okay, verkaufen, Buddies. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Sehr gut, sehr gut. Nicht vorspulen. Was tue ich da? Wieso spule ich vor? Okay, jetzt ganz kurz vorspulen. Ganz kurz aber nur. So, machen wir den hier. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, meine Freunde. Das scheint eine große Stelle, by the way, zu sein. Eine ziemlich große Stelle sogar. Könnt ihr auch schneller verkaufen oder geht's nicht? So, das müsste gehen. Das ist sehr schön. Okay, wer hat das gefunden? Du hast was gefunden, okay. Also, die Frage ist, was soll ich tun? Du hast was gefunden und du hast was gefunden. Tja, ich glaube, ich leihe mir ein bisschen Geld. Geld leihen, wenn es nicht zu viel ist, ist immer okay. Lass mal sehen. Boom. Deswegen habe ich mir Geld geliehen, Leute, weil oh, wir bekommen eine Menge Geld gerade. Ziemlich geil. Weil wir müssen ja das hier holen. Durch Felsen bohren. Ja, definitiv, Leute. So. Nice. Sehr gut, Leute. Wir verkaufen das mal weiterhin. Das sollte in Ordnung sein, denke ich. Lass mal hier kurz gucken. Wir haben was gefunden. Wir haben was gefunden, meine Freunde. Das auf jeden Fall. So, wir können rechts verkaufen weiterhin. Noch kurz auf jeden Fall. Da ist Magma. Wisst ihr was? Da können wir das gleich zu Dingsterbumster machen, würde ich sagen. Und dann schließen wir das auch. Seht ihr das? Das würde zu Öl. Zu Gas meine ich. Zu Gas, sorry. Das würde zu Gas, was sehr schön sein wird. So, jetzt warten wir kurz. Links steigt der Preis. Alle nach links erstmal. Genau, genau, genau. Zwei weitere Wünschel-Routengänger. Sorry, by the way. Ich weiß nicht, ich habe gerade gegessen und ich habe das Gefühl, ich habe immer noch was im Hals. Es ist kein Heise sein oder so. Ich bin total gesund. Ich glaube, gesunder kann man gar nicht sein. Ich bin in letzter Zeit super gesund. So, ist schon ziemlich krass. Schon ziemlich gruselig, wie gesund ich bin. Aber na gut. Also zum einen wird die Lava helfen, damit alles schneller rauskommt. Das ist sehr schön. Oh, der Preis ist echt gut, Leute. Und das wird jetzt zu oh, nein, 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 nein. Ja, nein, nein, schließen, schließen, schließen. Schließen, schließen. Ich habe das verkackt, Leute. Ich habe das fortwürdig verkackt für eine Zeit lang. Wirst du jetzt zu dem, was ich denke, was du wirst? Wirst du zu Gas? Wieso wirst du nicht zu Gas? Achso, jetzt wirst du zu Gas, ne? Ich hab verkackt, Leute. Verdammt. Ich hab verkackt. Jetzt wirst du zu Gas, oder? Ich glaube, ja. Okay, mehr Wünsche-Routengänger oder nicht? Warte mal.
Gibt's nichts mehr? War's das? War's das? Nee, oder? Niemals im Leben war's das, Leute. So, und jetzt, anscheinend war's das. Das könnte sein, dass das war, Leute. Dass es nicht mehr kommen wird. Oh, damn. Aber wirst du zu Gas? Ja, du wirst zu Gas. Das ist sehr gut, Leute. Es wird zu Gas. April erst. Wir haben 1. April, so verschnelle erstmal die Zeit. Und hör auf, dir den Scanner zu benutzen, Bro. Ich will den Scanner nicht benutzen. Ich habe keine Ahnung, wieso ich sollte. Wie kann ich das entfernen? Es nervt. Ich will einfach nur meine normale Maus haben. Oh Gott. Okay, der hat nichts gefunden. Das ist die letzte Stelle. Also können wir das verbessern. Und wir können den Rest auspumpen auf jeden Fall. Oh oh, irgendwas passiert. Keine Ahnung was. So, holen wir mehr Pferde. Leihen wir uns ein bisschen mehr Geld, Leute. Für mehr Platz, genau. Hm, vorsichtig. Nein, nein, nicht verkaufen, nicht verkaufen, nicht verkaufen. Wir, okay, ein bisschen kann man verkaufen, Leute. Ein bisschen aber nur. Genau. So, ja, nur dafür. Bisschen nur dafür, Leute. Oh, feuchtig, feuchtig, feuchtig. Das kann schief gehen, Leute, das kann ich euch sagen. So, genau. Das Ganze wird jetzt zu dem, was ich denke, was es wird. Warte mal noch kurz. Genau, sehr gut. Und stopp. Stopp, 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 stopp. Jetzt müssen wir gucken, wie viel es hier geben wird, wie viel Gas. Oh nein, nein, nein. Mehr Pferde, mehr Pferde, mehr Pferde. Hallo. Hallo, nice, danke. So, weiteres Silo, Leute. Ein weiteres Silo. Genau, und gleich verbinden wir das. Gleich verbinden wir es, Leute. Wird richtig geil, das kann ich euch sagen. Wir verbinden es dann auf jeden Fall links. Zum Glück ist es noch geschlossen. Alles gut, Leute. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Es kommt nicht raus, oder? Nein, es kommt nicht raus. Sehr gut. Pass auf, Leute, pass auf. Das Gas, seht ihr das? Und jetzt pass auf, Leute. Gleich geht die Party ab. Wir holen mehr... Ah, ich hab... Warte mal, ich brauche mehr Geld. So, genau, sehr gut. Und jetzt... Passt auf. Soll ich jetzt schon machen? Ich glaube, ich mach's jetzt schon, Leute. Ich öffne es und dann geht der Preis jetzt todeshoch. Pass auf, Leute. Pass auf. Wir warten noch kurz. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. So. Nimm alles. Genau. Und jetzt geht der Preis hoch. Der Preis geht hoch. Und jetzt könnt ihr verkaufen, meine Freunde. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Verkaufen. Nicht der beste. Wir sind leider nicht auf 3 gekommen. Aber es gab leider zu wenig Stellen. Okay, ich sehe es. Ja, es gab zu wenig Stellen, Leute. Es gab zu wenig Ölstellen. Je mehr Ölstellen es gibt, desto besser ist es. Oh, stopp, stopp, stopp. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Verkauft den Rest lieber links. Genau. Das ist richtig. Sehr gut. Okay, wir hören auf. Verpachtung rückgängig machen, alle Level anhalten. Mehr kann ich nicht tun, das war's leider. Leider, leider, leider. Ich hoffe, bei den anderen war es schlechter. Leider nicht. Aber wir sind ungefähr gleich auf. Es gibt noch keinen Gewinner, das heißt, der Aktionär mit dem kleinsten Anteil muss gehen. Also wird Blanche die Koffer packen und abreisen. Wir werden 50% der Aktien versteigern. Ja, aber ich werde verlieren, ich habe weniger Geld. Ich meine, ja, ich gebe mein Bestes, aber ich werde verlieren, Leute, leider. Ich bin leider nicht der Gewinner. Ich muss, ich habe nur 39.000. Sie hat so viel, ne? Oh nein, er hat auch mehr als ich. Will sie das gar nicht? Ich hab verloren. Ich hab verloren. Wir haben alle verloren. Wir haben einfach verloren. Außer er kriegt es. Komm schon, Buddy. Komm schon. Sie ist neue Bürgermeisterin. Und mein Spiel ist abgestürzt. Ist das dein Ernst? Wieso ist mein Spiel abgestürzt? Ist das dein Ernst, Bro? Alter Schwede, ist das gestört? Was ist passiert? Wo ist mein Spiel? Es wird nicht mal mehr angezeigt. Oh mein Gott, da ist es wieder, Leute. Sorry, ich habe keine. Mein Spiel ist aber abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das war super merkwürdig. Aber anscheinend will das Spiel nicht, dass ich verliere. Normal müssen wir das tun. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Vielleicht wollte das Spiel, dass es abstürzt. Jetzt denken Leute, oh, du hast dafür gesorgt, dass es abstürzt. Nein, ich schwöre. Ich habe für nichts gesorgt. Ich denke, ich werde so oder so verlieren, weil. Sie braucht ja nur einmal zu wetten. Schau es mal an. Ich kann gar nicht gewinnen. Oh mein Gott. Ich muss 38.000 wetten. Bitte gib mir 15%. Ja, hab verloren. Ja, ist es egal, ob es abgestürzt ist oder nicht. Oh mein Gott, ist die nervig, ey. Ich hasse sie. Also ist sie jetzt, Wieso stürzt das Spiel mal ab? Das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Nein, ich will nicht. Ich will dich da nicht treffen, Bro. Nein, es stürzt die ganze Zeit ab, das Spiel. Was soll ich tun? Soll ich irgendwie das, das Bild kleiner machen? Ich mache das Bild bei mir kleiner, Leute. Ich muss irgendwas verändern. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Weil irgendwie stürzt es die ganze Zeit ab.
Ich glaube, es liegt daran, weil ich muss am Spiel liegen. Wieso soll das jetzt abstürzen? Nur jetzt? Oh mein Gott, wir haben ein Problem. Vielleicht liege ich jetzt... Nein, okay, ich verliere trotzdem. Will das Spiel nicht, dass ich verliere? Also wenn das die ganze Zeit jetzt abstürzen sollte, das ist, wenn wir hier von hier weggehen. Dann stürzt es ab. Okay, ich mach mal gar nichts. Bitte nicht abstürzen, Bro. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Es wird abstürzen. Schon wieder! Okay, Leute, 3 Tage später habe ich das Spiel täglich ab und zu gestartet, um zu gucken, ob es immer noch abstürzt. Und anscheinend haben die heute irgendwas geändert, sodass ich jetzt endlich weiterspielen kann. Aber, Leute, leider ist es so, Isabella hat 60% der Startaktien. Das bedeutet, dass das Spiel vorbei ist. Also, ab 50% hat man verloren. Es war super schwer, muss ich sagen, das Spiel. Es war sehr, sehr hart, weil, ja... Wo geht der Bürgermeister? Isabelle ist jetzt Bürgermeisterin, ne? Das war's, ja. Das war's, Leute. Gib nicht auf und versuche es wieder. Seht ihr das? Ich habe eine prima Idee. Beginne noch einmal. Oh ja, super Idee. Nächstes Mal wirst du erfolgreicher sein. Wirf im Rathaus einen Blick in deine Gesamtstatistik. Und alle fahren weg. Also ja, Spielende. Leider haben wir verloren, Leute. Es war sehr, sehr, sehr schwer, gegen Isabelle zu gewinnen. Ich meine, sie hatte so viel Geld zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal schaffe. Ich meine, man darf halt keine Fehler machen. Das ist das Ding. Man darf keine Fehler machen. Man muss immer einen guten Tag am besten haben. Immer mit Gas arbeiten. Weil Isabelle ist schon ein harter Gegner. Und vielleicht wird es beim nächsten Mal jemand anders sein. Das ist das Ding. Und hier gibt es noch ein paar Sachen, Statistiken. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben insgesamt 763.000 gemacht. 36.000 haben wir verloren durch Ölstrafe. Sowas darf auch nicht passieren. Also es gibt viele Gründe, wieso wir da verloren haben. Das war das Problem. Deswegen, so, du hast es verloren, grabe nächstes Mal tiefer. Ja, ein paar Schätze gefunden auf jeden Fall, das steht fest, Leute. Aber war leider nicht genug, ne? Was soll ich sagen? Na gut, Leute, auf jeden Fall, ja, werden wir trotzdem das Spiel verlassen. Und, ja, also theoretisch würde ich gerne es fortsetzen in einem Livestream, weil wir da mehr Zeit haben. Oder ich mache ein Video weiter. Das geht natürlich auch. Aber ich denke, ein Livestream würde ich mehr bevorzugen. Weil das Spiel normal zu spielen, will ich ungern. In einem Livestream können wir das theoretisch in einem 3-Stunden-Livestream komplett durchspielen. Das wäre besser, meines Erachtens nach, als nochmal zu probieren, okay? Genau, deswegen, ich werde das Video jetzt aber wirklich vorher erstmal stehen lassen. Also für mehr, wenn ihr einen Livestream sehen wollt, lasst ihn mir rum. Da, falls du es ein bisschen geschafft hast, schreibe verloren in die Kommentare und ich sehe dich nämlich schon wieder. Bye, bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.